Also man kann sagen, moderne Technik ist heute eine der Grundvoraussetzungen. Die Signatur, der Charakter der Weine, die kommen aber aus den Weingärten. Die kommen aus den Lagen, die kommen aus den Weinbaugebieten und die kommen auch ein bisschen von den Menschen, die in den Weingärten und im Keller arbeiten. Das Weingut wurde 2006 eigentlich in die Mitte unserer Lagen und Gebiete gestellt, um eine rasche Verarbeitung der Trauben zu gewährleisten. Unsere Lagen sind im Wesentlichen in Großhöflein mit der Lage Völlig, in Eisenstadt mit dem Feuersteig, St. Georgen, Baumschule, Schneiderteil, aber auch in St. Margareten und Rust gelegen. Es wird immer viel über Terroir gesprochen. Kurz gesagt, Terroir für uns ist eine Symbiose aus Mensch und Natur. Um die pannonische Kultur, Lebensart und auch den Wein vor Ort in Zukunft noch mehr erlebbar zu machen, revitalisiert das Weingut Esterhazy gerade den 300 Jahre alten Meierhof hinter dem Weingut. Es entsteht dort ein Veranstaltungszentrum für Genuss und pannonische Lebensart. Die moderne Technik, die hier im Weingut mit 2006 verwirklicht wurde, spielt heute in der Weinbereitung eine wichtige Rolle. Es ist schön, sie zu haben, vor allem wenn man dadurch sehr konstante Qualität über die unterschiedlichen Jahrgänge liefern kann. Etwas, das am Weingut Esterhazy besonders wichtig ist, ist natürlich die pannonische Identität. Die pannonische Identität ist Vielfalt, Vielfalt der Sorten, nämlich sowohl internationaler Sorten wie das Pinot Noir, der untrennbar mit der Geschichte des Weingut Esterhazy verbunden ist. Das Weingut wird oft auch als Burgunder-Weingut bezeichnet. So haben wir auch den Weißburgunder und den Chardonnay in besten Lagen stehen. Aber natürlich auch den autochthonen Blaufränkisch. Höhenlage und vor allem das Terroir, das ja hier im Leitergebiet eigentlich sehr einzigartig ist, machen den Charakter und die Signatur der Weine aus. Für mich persönlich ist aber einer der wichtigen Faktoren, der dabei nicht vergessen werden darf, natürlich der Mensch. Wir haben hier am Weingut einen eigenen Weingartenmanager, das ist der Milan Arti, der sich darum kümmert, hier wirklich das Beste aus den einzelnen Rebflächen herauszuholen. Außergewöhnlich ist man nicht von Natur aus, sondern durch die Summe der verwirklichten Visionen. Wir schreiben weiter an der großen Geschichte des Weinguts Esterhazy.